Seid gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zur Let's Play Arkanox 2 Revelation. Okay, das war im letzten Part ja ein richtiger Krampf, beziehungsweise auch im vorletzten Krampf. Im vorletzten Part meine ich. War beides ein Krampf, sowohl im letzten als auch im vorletzten Part. Ziemlich schlimm. Hoffen wir, dass es jetzt besser wird. Unser nächstes Ziel ist die Dänemarkstraße. In das Gebiet der Dänemarkstraße aufbrechen. Ja, gleich, noch nicht ganz. Denn ich möchte nochmal eben ins Arsenal, um zu schauen, ob ich dann noch irgendwie was Schönes kaufen kann, weil ich das letztendlich dann in der Dänemarkstraße, denke ich mal, nicht mehr machen kann. Leech. Wendigkeit sehr gut. Ortung optisch. Okay. Okay, was können wir denn so verkaufen? Was haben wir denn zu viel? Davon haben wir alles am Start. Hydra, ja, bla 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 bla. Okay, das Einzige, was eigentlich nur interessant ist, wäre Nano Repair Kit 2. Was haben wir denn da? Was haben wir denn auf dem Schiff? Nano Repair Kit 1. Da haben wir die Sizzler Laser Gatling und Vendetta Gatling. Das siehst du, das können wir sogar einmal verkaufen. Nein! Oh, ich bin so ein Honk, ey. Oh, Alter, ich hab's ja gerade gekauft. Spielladen. Heilige Scheiße. War das jetzt hier? 12. Ja. Ach, Mann, kaufen, verkaufen. Was ist daran so schwer? Arsenal. Zack. Verkaufen. Können wir jetzt also einmal die Vendetta Gatling. Okay, was habe ich auf dem Schiff? Laser Gatling und Sizzler. Laser Gatling, Sizzler haben wir dann also auch einmal zu viel. Dann können wir das Nano Repair Kit 1 verkaufen. Und kaufen dafür Nano Repair Kit 2. Was haben wir hier noch so? Revolver, Zielhilfemodul. Ja, nee, genau. Das ist in Ordnung für mich. Jetzt können wir auch aufbrechen in die komische Dänemarkstraße. Ab dafür. Schauen, was uns da erwartet. Okay, da sind wir. Erstmal auf die Brücke, schauen, was hier Sache ist. Nett, altes Haus. William Crimson Drake. Ich erteile dir hiermit den Rang eines Skippers. Das heißt, du bist wieder dein eigener Herr auf deinem eigenen Schiff. Warum? Was ist passiert? Frag lieber, was passieren wird. Es kann nicht mehr lange dauern und Träger wird wieder angreifen. Das ist dann meine Stunde. Einer von uns beiden muss sterben. Ihr habt immer noch eine Wahl. Ihr müsst einander nicht töten, um... Du weißt es selbst. Ihr Verrat. Mein Sohn. Warum starb dein Sohn? Er überbrachte der biontischen Zentraleinheit am Servian den Angriffsplan der Alliierten. Daraufhin haben sie ihn umgebracht. Die Bionten? Wieso bringen sie einen Verbündeten um? Das ist nicht logisch. Oh, er war kein Verbündeter. Er handelte nur im Auftrag seiner Mutter. Und in dem Glauben, etwas Gutes für die Menschheit zu tun. Sie hatte ihn angelogen. Die Bionten wussten es. Gabriel war keine ihrer Freunde. Im Gegenteil, wenn er gewusst hätte, dass er für sie arbeitete, hätte er den Job nie übernommen. Gabriel. Mein Sohn, William. Dein Cousin. Was soll ich mit den Tränen des Engels machen? Sie werden nicht dir gehören, sondern der gesamten Menschheit. Aber ich weiß auch, dass MacGregor ein reicher Mann war. Ein Mann mit Voraussicht. Nun, ich muss mich auf mein Ziel vorbereiten. Du wirst sie töten. Ja. Und wenn es mir nicht gelingen sollte, wenigstens wird mein Tod mir meine Freiheit wiedergeben. Ja. Gut, so kann man sich das natürlich auch schön reden, aber interessant, was wir jetzt schon wieder erfahren haben, Aestoni. Crimson Man! Captain!
Hab schon gehört. Du bist wieder der Boss auf der alten Mühle. Natural, Mann. So muss das gehen. Na, nur hatte ich mir meinen Ausflug ursprünglich ganz anders vorgestellt. Nimm's leicht, Mann. Haben wir alle. Ich zum Beispiel, ich wollte nur einen Tsunami-Booster saufen und gerate in eine wüste Schlägerei mit Zingans Leuten. Und schwupps, gab's kein Zurück mehr. Zum Glück fand mich Mei Ling und brachte mich zu Amitab. Mei Ling? Ja, kalte Braut. Trag sie nicht nach, Mann. Sie war eine Ronin. Stolz geht solchen Leuten über das eigene Leben. Du hast sie nicht ernst genommen. Und zack. Mann. Und nach all dem sind wir unserem Ziel ganz nah. Ja, und ich hoffe, irgendein verschissener Seegott erbarmt sich unser. Naja, was meinst du, Willy? Wie viele Credits werden wir finden? Genügend, Stoney. Ich möchte nur mal wissen, durch was für eine Zahl wir teilen müssen. Shit. Wir sind 5. Hoffen wir, dass es dabei bleibt, weißt du. Es heißt, je kleiner die Zahl, umso fetter der Harry, aber irgendwie, ich wünschte mir, sie wären alle noch am Leben. Amitab, Angelina, Mayday. Aber wir sind nur noch 5. Oh, Willy, du brüst ja ganz schön ab. Ja, ja. Er sagt, wie es ist. Es ist soweit. Sträger schickt uns ihre Offiziere. Ist sie selbst dabei? Sieht so aus. Ich nehme die Eerie. Überleg's dir, Onkel. Du bist noch nicht ganz gesund. Das Museum hat viel Kraft gekostet. Nein. Ich bringe das hier zu Ende. Ich tue es auch für Angelina. Ja. Sie sagte, dass jeder Mensch eine Melodie hat, nach der er sich bewegt. Ich weiß. Wir müssen dafür sorgen, dass ihre Melodien... Sie wird niemals leiser werden. Ich werde ihre Melodie bis an mein Lebensende in mir tragen. Ich weiß, mein Junge. William. So geht es allen, die der Spur des Engels folgen. Ich weiß nicht. Ich denke, die Spur des Engels führt nicht immer ins Verderben. Meine Großmutter, die war da anderer Meinung. William. Dein Vater hat dich sehr geliebt. Aber er konnte nicht mehr leben. Er wollte es nicht mehr nach dem Tod deiner Mutter. Er wird stolz sein auf seinen Sohn. Ich dachte, du glaubst nicht an ein Leben danach. Weißt du, so kurz vor dem Ende, was immer kommen wird, die Vorstellung, dass mein Bruder Alonso, dass deine Mutter und Angelina auf mich warten werden. Ich verstehe. Versuchen wir jetzt nicht sentimental zu werden. Sehr schön. Hat er doch nochmal seine Meinung geändert? Ist doch eine angenehmere Denkweise. Und ja, wer weiß, warum auch nicht. Okay, alles klar. Das heißt, erstmal wieder ausrüsten. Ausrüstungskonsole und natürlich Quatsch. Erstmal Hangarkonsole. Und zwar die Deimos. 11.000. Oder doch den schweren Bomber? Nimm erstmal den schweren Bomber. Ach nein, komm, der sieht einfach fetter aus. Hier, Daimos sieht einfach fetter aus. Sorry, muss ich jetzt nehmen. Die Mighty Maggie, die haben wir jetzt schon so oft genommen. Okay, dann geht's mal wieder ans Ausstatten. Und zwar auf jeden Fall Sizzler, Hydra. Laser Gatling. Torpedo. Nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Können wir auch nur 4 mitnehmen. Einmal rein damit. Big Block. Reparatur. Nanopacke 2. Halleluja. XT Plasma Gun. Also, natürlich erhöht den Schaden der Geschütze um 20%. Wir nehmen das Zielhilfemodul mit. Und. Ja, die Beyond. Ne, wir nehmen jetzt nur mal die Keramikpanzerung mit, weil sich dann die E-Shields, also meine Munition letztendlich wieder schneller auflädt. Okay, dann Richtung Dock und Offiziere von Sträger abwehren. Sträger Zorn. Aufgabe, Queen Sträger startet Großangriff ihrer Ordenssöldner. Harvester verteidigen, Feind vernichten. Taktischer Hinweis, die Ordenssöldner sind bestens ausgerüstet. Habe ich mir fast gedacht. Warnung, Elite-Pilot. Geschicklichkeit zählt. Achte auf Bomben. Ah, scheiße, Mann. Scheiße. Nicht schon wieder Bomben abknallen. Habe ich... Oh, nee.
habe so ein Gefühl, das wird wieder mehr als nur ein Versuch werden. Alter Vater. Die Harveste darf nicht zu viel abbekommen. Wir können hier nicht rumhängen. Gebt euer Bestes. Jowolski. Stanley. Sizzler. Nummer 1. Ist da. Der ist weg. Boah, das ist wieder... So, Nummer 2 ist auch weg. Wo seid ihr jetzt? Da. Da ist er. Na komm schon. Ach du Scheiße, Mann. Verdammt! Sind so viele von diesen Spinnern hier! Hab nicht genügend Arme und Waffen! Schauen wir mal, schauen wir mal. Probieren wir es weiter. Verdammt, ich will hier nicht verrecken. Ist schon mal weg. Scheiße. Du triffst. Scheiße, keine Muni. Fuck. Hydra! Bester Freund. Oh, dankeschön. Ganz eklige Waffen. Die machen richtig Schaden. Oh, ey. Noch mehr? Alter, jetzt auch noch Bomber? Wollt ihr mich verarschen? Boah, haben wir echt abgeknallt. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es mehr als nur ein Versuch werden wird. Okay, übel. Echt nicht leicht. Also vor allem, weil es so viele sind und weil die auch einfach echt üble Waffen haben. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich werde die Sizzler für die Bomber aufbewahren und jetzt erstmal zur Laserketten greifen. Ja, definitiv. Definitiv besser. Ah, ey, versucht. Kann ich mich jetzt mal wieder drehen? Heilige Scheiße. Jetzt komm her. Okay, da ist noch einer. Erstmal treffen, ne? Das ist so eine... Ah, je, oh je, oh je. Okay, der ist weg. Die sind jetzt... Die sind knackig, ey. Ist der nicht... Ah, kannst du knicken, ey. Ich krieg die so nicht. Die sind zum Glück nicht ganz so wendig. Die machen echt übel Schaden, das ist nicht mehr lustig. Ey, die sind echt nicht schlecht. Respekt.
Okay. Oh Gott, ey. Ja, Sizzler brauche ich gar nicht. Oh Gott. Hä? Warum bin ich jetzt down? Wegen der Zeitschleife, ne? Wegen der Zeitraffer bin ich jetzt tot. Oh, es ist echt mega schwer, Leute. Uiuiuiui. Okay, vielleicht eine kleine Planänderung für die Kleinen. Auf jeden Fall bei der Hydra bleiben. Weg. Nächster. Da. Bisschen Straven, das ist ganz... Das ist eigentlich mit der Daimus ziemlich cool, weil die extrem wendig ist. Da kann ich noch recht gut nach links und rechts straven. Keine Beleidigung, bitte. Ah, zu weit weg gewesen. Oh, das ist echt... Ein bisschen mehr Schaden hätte die halt ruhig machen können. Okay. Das haben wir schon mal. Verdammt! Sind so viele von diesen Spinnern hier! Hab nicht genügend Arme und Waffen! Diese bescheuerte Moide! Ich darf nicht das unterbrechen wegen dieser Zeitraffer. Das, die haben mich da sofort im Visier und drücken was weiß ich wie viele Torpedos rein. Echt übel. Sizzler. Ey, auch erstmal zu treffen ist so ein Ding mir das. So. Nicht leicht. Okay, ich darf jetzt nicht unterbrechen. Ja, scheiß Zeitraffer, das haben wir sonst zu viel rein. Okay, der ein sauberer Treffer. Weg. Oh, noch so ein kleiner. Hier, der ist auch weg. Auch weg. Alter, ich krieg hier so viel reingedrückt. Oh, ey. Kurz überlegen. Ich nehme jetzt doch den Bomber. Richtig mal lustig. Ohne Mist. Mighty Maggie. Ja, hauen wir rein. Ausrüstungskonsole. Ja, schwierig. Hydra auf jeden Fall. Sizzler. Nee, nicht Plasma Gatling. Laser Gatling, wenn schon denn. Da, wenn schon denn schon. Torpedo. Ortung passiv. Nehmen jetzt einfach mal die Big Bangs hier, ja? Irgendwann müssen wir die ja mal verwenden. So, Reparatur, zack. Plasma Gun. Zielhilfemodul. Und wir bleiben auch noch erstmal bei der Keramikpanzerung. Also können wir können eh kein drittes mit rein. Ja, dann passt das schon.
Okay, und dann probieren wir das nochmal. Boah, heilige Scheiße. Also das ist meiner Meinung nach bislang die schwierigste Mission, habe ich das Gefühl. Und das war jetzt auch bisher nur der Anfang. Also Respekt, Respekt. Meine Güte. Und die Strega, die kommt ja auch noch, ne? So, Hydra. Kannst mir ruhig Torpedos reindrücken. Also mit der Mighty Maggie ist nicht zu spaßen. Ey, sag mal. So. Ja, komm schon. Oh, dankeschön. Wir haben mich halt. Kleines Makrelhirn. Okay. Das war in Ordnung. Ja, seht ihr? Einmal Zeitraffer. Oh Gott. Ich mach den Fehler natürlich nochmal. Boah, ich krieg hier richtig reingedrückt. Boah, Wahnsinn. Gebe ich überhaupt Gas? Ich muss mal hier Deckung suchen. Heilige Scheiße. Getroffen, aber energietechnisch geht es mir richtig mies. Ich kriege hier so heftig Schaden reingedrückt, das ist nicht mehr lustig. Ich treffe auch nicht, ne? Oh, ey. Die scheiß Bomber. Laser Gatling und Druff. Aua, hat scheiße weh. Torpedowerfer. Alter Vater, ist der langsam, der Torpedo. Schon mal sowas gesehen? Oh, Alter. Okay, das war schon wieder echt ein Fehler meinerseits, dass ich schon wieder diese Zeitraffer da, eröffnet habe. Boah, ey, Wahnsinn. Echt, echt widerlich, Mann. So, jetzt mach ich hier mache ich eine Zeitraffer, das ist in Ordnung. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Kleines Makrelhirn. Nein, nicht. Oh, Hydra. Ey, die drehen da ihre Runden, ne? Das ist echt eklig. Okay, der ist weg. Die folgen dem aber länger, habe ich das Gefühl, als im primären Feuermodus. Na komm schon.
Auch weg. Auch weg. Schön. Jetzt kein Zeitraffer auslösen. Verdammt! Sind so viele. Passiert sowas? Hab nicht genügend Arme und Waffen. Laser Gatling. Der andere da. Ey, das ist nicht lustig. Ey, dieser Schaden, den die machen. Ohne Mist. Was ist mit der Eerie? Jetzt brauchen wir die Mama nicht. Ja, ich hab grad Ey, die drücken mir so viel rein. Ey, kann den jemand mal ausschalten? Ey, nicht lustig, ne? Versuch mal, dass ich irgendwie runtertauchen kann. Du kleiner Angeber! Wegen Ratte-Elende hat mich erwischt! Bin runter auf 50! Ey, du... Das ist... Ich... Du kleiner Angeber! Wahnsinn! Ja, bis. Leute, shit! Big Daddy O muss in die Garage! Mein Schild ist aus Qualmgelee! Schon wieder ein Treffer! Bin runter auf 50, Mann! Diese bescheuerte Moräne! So, bitte. Ey, mir geht's so schlecht. Verdammt, Treffer! Okay, der ist weg. Achso, der hat ja fast gar nichts mehr. Ich. Ist, keine Ahnung, Leute. Echt übel. Ich glaube, ich brauche einfach doch die andere Panzerung. Echt eklig, sage ich euch. Ausrüstungskonsole. Scheiß auf das Zielhilfemodul. Wir nehmen jetzt die Beyond-Panzerung noch dazu. Das ist ja nicht mal lustig. Ey, meine Fresse. Also, die Bomber und die Dinger, diese kleinen Jets, die ganz am Anfang, also in der ersten Phase, kommen, die gehen noch. Aber die anderen, die sind widerlichst. Die sind richtig eklig. So. Hydra. Na komm schon. Triff was. Mit der Beyond-Panzerung. Oh, Leute. Mit der Beyond-Panzerung muss das doch jetzt bitte hinhauen. So. Nummer 1. Eieieiei. Au, okay, das hat scheiße weh. Ey, ich krieg den nicht, ne? Okay, okay.
stirb endlich, meine Herren. So, nächster bitte. Jetzt. Sehr schön. Okay, die nächsten. Für die verwende ich jetzt gleich auch meine hier Big Bang. Nee, nicht für dich, sondern. Was ist er denn jetzt da? Und auch für dich. Boah, das hat sogar richtig gekracht. Und auch für dich. Alter, ey, was sie mir reindrücken, ne? Ist unlustig. Oh, sehr schön. Wow, okay. Front sieht schon wieder total für einen Arsch aus. Es sind auch so viele, ne? Auch weg. Torpedowerfer. Für dich. Für dich. Du kleiner Angeber. Wow. Wow. Bin runter auf 50. Eieiei. Oh, Alter. Alter, ich... Das ist nicht mehr lustig. Ohne Scheiß. Oh. Brauche ich doch die Deimos. Weil die ist ein bisschen wendiger. Die ist ein bisschen schneller. Oh, ey. Da weiß ich auch sonst nicht, was ich machen soll. Ausrüstungskonsole. Oh. Also, echt die schwerste Mission, die ich im ganzen Spiel gehabt habe. Ausrüstungskonsole. Zack. Quatsch. Laser Gatling. Sizzler. Sizzler Hydra. Torpedo. So, dafür. Da, Big Block. Zack. Und dafür nehmen wir. Plasma Gun, Zielhilfemodul, Beyond Panzerung. Oh, ey. Und raus mit uns. Jetzt muss es aber klappen. Also, okay, Mighty Maggie ist vielleicht, war echt doch nicht so die beste Option, weil, wie gesagt, die ist einfach, oh, die ist einfach fett, ne? Die hat, ja, die gleitet einfach nicht. Und mit der Diamus kann ich wunderbar hin und her strafen. Schwierig. Ja, fühlt sich schon wesentlich besser an. Auch von der Geschwindigkeit her, von der Beschleunigung meine ich, wesentlich angenehmer. Ich meine, das ist auch ein sehr weitläufiges Gebiet hier. Ich habe nicht so wirklich die Verzeihung, die Möglichkeit, mich irgendwie, ja, das Gelände taktisch auszunutzen. Weil ich muss ja auch irgendwie im Kampfgeschehen bleiben, weil eben habe ich jetzt repariert ja auch irgendwann.
Obwohl, das ist noch gar nicht so weit. Nicht, dass ich vergessen habe, das Repair-Dings einzusetzen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Verdammt! Sind so viele von diesen Spinnern hier! Hab nicht genügend Arme und Waffen! So. Da werden wir ja gleich herausfinden. Da sind sie. Doch, doch. Einfach repariert. Gott sei Dank. Okay, das läuft schon besser. Boah, viel besser. Viel besser. Pedowerfer. Okay, ich komme da raus. Ich habe sowieso keine Wahl. Der. Lass dich auch umgucken, Mann. Der. Verdammt, muss deine Big Bang selber. Verdammt, Mann. Ah, Laser Gatling. Hydra, Hydra, schnell, schnell. Boah, gehen die auch irgendwann nochmal down? Der Wahnsinn. Weg. Oh Gott, es sind noch so viele. Ich glaube, ich habe nur noch Animal als Unterstützung. Junge, 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 Junge. Hydra. Auch weg. Auch weg. Oh Leute, das sieht gut aus. Diesmal packen wir es. Du? Dann nur noch einer, ne? Oh, haben wir's? Heilige Scheiße, nee, jetzt kommen noch die scheiß Torpedos, ne? Oh, fuck off. Oh, Leute. Nathaniel, lange nicht gesehen. Und schon muss ich Abschied nehmen, weil ich dich bald umbringen werde. Gut, Queen, ich bin schon lange bereit. Das wird unser letzter Tanz. Meinen Sohn Gabriel. Crimson! Hinter der Harvester! Hab da wieder zwei von diesen verdammten schwimmenden Bomben geortet. Nimm du das in die Hand. Ja. Wir werden hier alleine fertig. Getroffen. Okay, das haben wir schon mal. Okay, der ist auch weg.
nehmen die mich aber richtig unter Beschuss. Aber ich kann auch echt gut ausweichen den Schüssen, die meisten. Ja, zumindest. Wenn ich so wunderbar nach links und rechts traden kann, ist echt nice. Es hat gesessen. Das nicht. Okay, wunderbar. Boah, der Eerie geht's gar nicht gut. Boah, scheiß Träger. Oh, das gibt's doch nicht. Scheiße. Komm, dich nehme ich noch mit. Schweinebacke. Das hat jetzt auch noch weggeschafft. Ey. Eieieiei. Oh. XT, Sizzler. Alter Vater. Okay. Boah. Harvester. Frachter der Drake Enterprises. Fuzzyhead. Es ist schrecklich. Jetzt hast du alle deine Gefährten verloren. Es ist ein schwacher Trost. Aber alle Dinge werden mit der Zeit größer und größer. Nur die Trauer nicht. Das stimmt wohl. Die Zeit. Ich habe Nets Leichnam bergen können. Er liegt jetzt unten neben Amitab. Ausgerechnet so knapp vor dem Ziel. Wir leben noch. Daran musst du immer denken, William. Das Leben zählt und nicht die Legende. Aber ich glaube wohl, dass die Tränen des Engels eine wichtige Sache sind. Vielleicht sogar wichtiger als alles, was wir uns vorstellen. Für Ned war seine Rache am wichtigsten. Ja, es ist schwer mit dem Glauben an eine Mission. Rache ist konkret. Und jetzt ist er selbst Opfer geworden. Streger wird alles daran setzen, ihren Triumph fortzuführen. Sie fühlt sich jetzt durch Neds Tod unbesiegbar. Ich werde es tun. Ich sehe Neds Rache als mein Erbe an. Du willst dich ihr stellen. Was soll ich denn tun? Sollen wir zurückfahren? Wohin? Nach Hause? Tja, Junge. Schöne Vorstellung. Animal, Stoney, du und ich. Zu Hause. Ohne Angelina gibt es für mich kein Zuhause. William, versprich mir. Tu das Richtige. Die Tränen des Engels sind wichtiger als Neds Rache. Nein. Das Leben ist wichtiger. Wahre Worte. Oh Gott, ey. Das hat jetzt echt geschlaucht. Jetzt auch noch Ned von dann. Bruder, was wirst du tun? Das, was ich denke? Ja, Anima. Ich habe zwei Ziele. Stregas Tod und unser Leben. Was ist mit dem Schatz? Den werden wir bergen. Sag mir... Wofür lebst du? Keine Ahnung. Und Fuzzyhead? Für den Schatz. Stoney? Der ist heimatlos. Traurig. Ihm ist alles gleich. So geht es mir auch. Verstehst du? Verstehe, Bruder. Nichts ist so gefährlich wie ein Mann, der keine Angst mehr vor dem Tod hat. Dann bereiten wir uns auf das Ende vor. Okay. Stoney, ich glaube, die müssen wir aufmuntern. Sie sind da. Schätze, wir müssen uns ihnen jetzt stellen. Ja. Wir könnten aufgeben. Sollen wir? Nein, Mann.
Gehen wir raus und sorgen dafür, dass der Spuk ein Ende hat. Wir oder Strega? Ja. Wir oder Strega? Oh, Leute, es geht weiter. Neffe, willst du wirklich mit dem alten Fuzzy, dem Crawler und dem Spinner gegen uns antreten? Ich trete mein Erbe an. Dein Erbe? Meinst du damit die Tränen des Engels? Vergiss es. Nein, ich meine dich. Ich werde dort anfangen, wo Ned aufhören musste. Ich werde dich töten. Ach, wie theatralisch. Das hast du von deiner Mutter, William. Aber deinen Dickschädel hast du zweifelsohne von den Granadas. Ich habe Ned schon immer für seine bescheuerte Sturheit gehasst. Er handelte im Bewusstsein einer größeren Idee. Die Angelina den Tod brachte. Ich erwarte dich, Tante. Dein Tod wird den Ozean etwas sauberer machen. Wie du willst. Ach, und noch eins. Ob du nun gegen oder für den Feind bist, wie ihr die Beyonden nennt, die Woge rast bereits heran. Und niemand, kein Mann, keine Frau, kein Kind, niemand auf diesem Planeten wird dir entgehen können, außer denen, die auf ihr reiten. Was immer du mit der Woge meinst, du wirst sie nicht mehr erleben. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Wir machen jetzt hier einen wunderbaren Cut, weil ich bin nämlich platt. Ja, weil das hat jetzt echt geschlaucht. Ich werde es an der Stelle speichern. Und ja, beim nächsten Mal, finally, endlich werden wir uns Träger stellen und sie dementsprechend auch ihre gerechte Strafe zuführen. Freut mich, wenn ihr wieder mit dabei sein werdet, könnt, wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Aquanox 2 Revelation. Haut rein, bis dann und ciao.